Ich gehe wählen, weil Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind und viele Menschen ihr Leben dafür opfern müssen für dieses Recht. Hi, ich bin Julius und neben mir sitzt Frau Eva Maria Glate-Braun. Sie ist Direktkandidatin der Linkspartei in Ulm für den Bundestag. Frau Glate-Braun, ich stelle jetzt unsere K-Fragen und Sie antworten mir bitte in einem Satz, was Ihnen zu folgenden Begriffen einfällt. Das ist zuerst mal die Konsumgesellschaft. Wir brauchen echtes Umverteilen. Keine Freiheit der Kassen, sondern Freiheit der Massen. Was sagen Sie zu kostenlosem Nahverkehr? Hasselt sollte überall sein, bevor wir den kostenlosen Nahverkehr haben, ein gutes Sozialticket. Kiffen. Keine Kriminalisierung der Drogen, sondern Aufklärung und Prävention. Kinderbetreuung. Kinderbetreuung kostenlos für alle. Sozial gute Gruppen in den Kindergärten und Förderung jedes Einzelnen, jedes individuellen Kindes. Was ist Ihre Meinung zu kein Alkohol nach 10? Durch Verbote hat man noch nie was erreicht. Koalitionspartner. Jeder, der mit uns den sozialen Umbau machen möchte, gegen Kriegseinsätze ist und sich für Bürgerrechte einsetzt, ist als Koalitionspartner herzlich willkommen. Klimawandel. Die Natur schlägt zurück. Noch nie hat jemand so in die Natur eingegriffen wie der Mensch. Wir brauchen den ökonomischen und sozialen Wandel. Was ist Ihre Meinung zum Kriegseinsatz der Bundeswehr? Kriegseinsätze sind mit uns absolut nicht zu machen. Kanzlerkandidat. Weder Steinbrück noch Merkel. Steinbrück war einer der Architekten der Agenda 2010 und Merkel hat sie dann verfeinert.